Das ist sehr schlecht. Oh mein Gott, okay, das ist wirklich sehr, sehr schlecht hier. Ich stehe einfach auf dem Dach vor dem Auto. Ich werde direkt sterben. Oh mein Gott. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Requisitenjagd. Heute auf der Map Miami Strike. Und ich bin mal gespannt, Miami Strike, ja, die Map ist durchwachsen, sag ich mal. Wir verstecken uns direkt. Ich bin Mülleimer geworden. Wo gehe ich mit dem Mülleimer hin? Das ist eigentlich eine echt gute Frage. Wo gehe ich damit hin? Versuche ich hier irgendwas zu bauen? Ah, hier kann man nicht hochspringen. Nee, blöd. Nee, hier kann ich nirgends hochspringen. Oh, und ich kann... Mist, gerade saß ich doch da drauf. Ja, das funktioniert niemals, oh mein Gott. Verdammt, aber ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin, ich kletter hier hoch. Hier? Das ist sehr schlecht. Oh mein Gott, okay, das ist wirklich sehr, sehr schlecht hier. Ich stehe einfach auf dem Dach vor dem Auto, ich werde direkt sterben. Oh mein Gott. Oh Gott, bitte. Er guckt nicht hier hoch. Was? Okay, easy, würde ich sagen. Als ob der nicht hier hochgeguckt hat. Okay, aber vielleicht würde ich auch nicht hier hochgucken. Vielleicht ist das Versteck ja besser als gedacht, aber ich glaube nicht, ganz ehrlich. Ich denke, hier werde ich relativ zügig gefunden. Nicht gut. Nicht gut. Bitte gehen Sie weiter, bitte. Nein! Oh, von der anderen Seite. Ich habe genau zum Falschen geguckt. Ja, ganz ehrlich, das war aber auch wirklich ein miserables Versteck. Miserabel war das. Naja, machst du nix. So ist es. Was? Warning steht da? Boah, wir haben wieder die gleichen Leute. Wir haben wieder Pix 9000. Und wir sind nur zu viert heute. Oh, und der 14 ist in der anderen Runde. Und das ist schlecht, denn der war echt gut. Der hat mich am Ende noch überholt in der letzten Folge. Falls ihr die nicht gesehen habt, guckt gerne mal rein. Auf The Pines haben wir da gespielt. Eine sehr nice Map. Ob wir gewonnen oder verloren haben, das kann ich natürlich leider nicht sagen. Hier war einer im Pool. Wo kam man denn hier in einen Pool? Oder sah das nur so aus? Ich glaube, das sah nur so aus. Weil der Pool ist eigentlich nur auf der großen Map. Auf der großen Variante von Miami... würde ich echt gerne mal wieder Requisitenjagd spielen, weil das geht, aber die haben die Map irgendwie im Multiplayer, kommt die nie dran. Ja, die haben die komplett rausgenommen, weil die einfach zu schwer ist, weil da sieht man halt nichts, weil es dunkel ist, ne? Aber wir haben die schon mal privat gespielt und das ist echt funny, sag ich mal. Weil die Map ist halt relativ groß und dadurch, dass es dunkel ist, kann man sich halt an echt vielen geilen Spots verstecken. Ja, farblich passt das hier auf jeden Fall. Ah, 1 Minute 50 ist noch echt lang alleine, was halt echt ein bisschen bitter jetzt. Weil hier die Map halt ist halt nicht halt... Digga, ich kann wieder nicht reden. Diese Map hier ist halt auch nicht groß, das wollte ich sagen. Ja, schön, den Trick kann man den ganzen Tag machen. Ja, das hat er doch gesehen, Junge, oh Mann. Schade, das war die erste Niederlage. Und wir haben noch die 3-Schuss-Waffe, das ist ja einfach nur bitter. Die CIA darf nicht gewinnen, nein, 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 das ist verboten. Verboten. Okay, aber mal gucken, ob das klappt. So, huch, was mache ich denn? Na, kurz die Hex aktiviert. Ja, der French Toast hat verlassen. Wow, war der bei uns? Ich hoffe es nicht. Wer nennt seinen Clan Hoden? Naja, okay. Kann man ja machen. So, 8 Sekunden, gleich geht's los. Guck mal hier. Die Spiegelung hört da einfach auf. Ah, weil da keine Pfütze ist, verstehe. Also dieses Raytracing, von dem alle sprechen. Ja, komm, der ist natürlich echt... Hinten rennt einer, sehr gut. Hä? Das kann jetzt nicht wahr sein. Ey, diese Waffe macht mich krank, ne? So, der muss hier vorne aber irgendwo sein, der Typ. Komm, das kann nicht. Gott sei Dank, wenigstens einen. So, da oben ist der nächste. Und easy abgesnackt. So muss das laufen. Okay. Boah, ich misstraue hier allem. Soll ich eine Flash werfen? Wie viele leben noch? 3. Ganz ehrlich, ich werfe die Flash da rein. Es war so klar, dass die zurückkommt und mich trifft. Einfach nur schön. Hier oben in der Luft, da müsste ich mich mal wieder hinsetzen. Okay, hier scheint keiner zu sein. Dann gehen wir mal hier gucken. Wann pfeift's? Jetzt. Ich habe einen Pfiff gehört und der kam aus der Richtung. Aber wieso habe ich nur einen Pfiff gehört? So groß ist die Map doch gar nicht. Ah, guck mal hier. Er ist hochgerannt. Oder habe ich mich verguckt? Ich meine, ich habe gesehen, dass sich hier oben was bewegt hat. Okay, da sitzt niemand. Ach komm. Ich hasse diese 3-Schuss-Waffe, Mann. Er hat ein bisschen oft gewechselt jetzt, der Kollege. Ist hier immer noch keine Flash, aber er... Gut, sehr nice. Das nenne ich Teamwork. Ein Item noch. Ich gehe mal hier hoch und versuche mal zu hören jetzt, von wo der Pfiff kommt. Ich stelle mich mal so. Gucken, ob er von links oder rechts kommt. Definitiv von links. Aber von ziemlich weit weg links, also von wo?
Hä, der Pfiff kam aus einer Richtung, die es gar nicht geben kann. Ist ja komplett dumm. Da kann ja was nicht stimmen hier. Der Pfiff klang so, als würde der von hier hinten irgendwo kommen. Von da. Das kann aber ja nicht sein. Das pfeift jetzt nochmal. Das kam aus der Richtung. Ah, da oben ist er gerannt. Hm, wahrscheinlich ist er rein, ne? Sah zumindest so aus, als wenn er hier rein wäre. Vielleicht kann ich ihn nirgends sehen. Nee. Ist auf jeden Fall nicht echt. Aber das war er leider nicht. Puh, okay. Hm? Doch hier drin? Ah, da. Geil, danke für nichts. Wie konnte mich die Flash hier treffen? Kann mir das einer verraten? Er ist aber immer noch dieses Ding. Ey, das kann nicht sein, dass wir den jetzt nicht kriegen. Das kann doch jetzt nicht sein. Er ist doch hier gerannt eben. Oh ja, das ärgert mich jetzt. Den hätte ich easy kriegen können, wenn ich mal ein bisschen besser gezielt hätte. Mit meiner Flash. Okay, der Pfiff kam immer noch aus der Richtung. Ja, 9 Sekunden machst du gar nichts. Ah ja, und nochmal selbst flashen darf nicht fehlen zum Schluss. Perfekt, würde ich sagen. Bitter, sehr bitter, aber egal. Können wir wenigstens nochmal verstecken. Aber wenn die uns jetzt natürlich alle finden, dann war es das relativ zügig für uns. Und das wäre nicht so geil. Hm. Okay. Okay. Wo kann ich denn mit dem Absperrschild hingehen? Hier? Oder ist gesperrter Bereich? Ich war da gerade irgendwie so dazwischen. Oder warte mal, man konnte doch hier hoch. Okay, da ist schon gesperrter Bereich. So, und dann drehen. So, soll ich es probieren? Kann klappen. Ich kann gucken, ob ich noch ein Stück nach hinten kann. Ja, okay, genau bis da. Okay, ich probiere das hier. Ja, ist nicht das beste Versteck, aber es hat, ich meine, ich habe mich hier schon mal versteckt und es hat relativ lange funktioniert. Und für uns sieht es gerade sowieso nicht besonders gut aus. Da jetzt schon nur noch 4 Leben, also 3 mit mir. Also 3 und ich ergeben die 4. Und ein 3-0 wäre natürlich sehr bitter. Oh Gott, ich dachte, der schießt jetzt auf mich. Ich war mir ziemlich sicher. Schon wieder. Okay, scheinbar sieht man mich nicht so gut hier oben. Perfekt. Das war das, was ich mir erhofft hatte. Dass man mich nicht so gut sieht. Oh Gott, ja, okay. Das war's dann. Ne? Für ihn hier kein Problem. Ja, okay, man sieht einen aber echt nicht so gut da oben. Es war jetzt einfach Pech, dass der da hingeguckt hat. Es lebt nur noch einer. Oh, bitter, bitter. Das sieht nicht gut für uns aus. 3 Minuten noch. Mm, ja, okay. Easy. Jetzt noch 2 Minuten 50 wegrennen. Vielleicht klappt's, ne? Man muss ja zuversichtlich bleiben. Man muss zuversichtlich bleiben. Oh, oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Schade. Das war eine sehr, sehr schwache Runde, Leute. Die war sehr, sehr schwach. Sehr, sehr schwach. Aber auch von mir schwach. Egal, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Requisitenjagd wieder. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Ciao.